Sei gegrüßt. Ich möchte euch noch eine rasche Möglichkeit zeigen, wo man das noch einsetzen könnte. Ich mache hier eine normale Wand. Ich mache hier eine Decke mit irgendeiner Bauteil. Egal. Komma. In der Höhe 0. Und jetzt zeichne ich einfach eine wilde Kontur. Ich arbeite diese Kontur noch ein wenig, indem ich die Dinge noch ein wenig ausrunde. Ja, einfach, dass ihr seht, was ich meine. Das ganze Ding nenne ich Wallhole. Jene, die sich schon auskennen, wissen schon ein bisschen, was ich jetzt will. Ich mache aber jetzt noch folgendes, Stück 3. Oh, da ist noch was drinnen, das gebe ich weg. Ich gebe gleich noch eine Decke dazu, die ich mit Glas mache. Glas, Normalglas. So, dann 3 cm. Okay, Leertaste. Das mache ich gleich ein wenig kleiner. Bei 5 cm 0,5. Das war die falsche. Ich wollte diese hier. 5. Und jetzt zeichne ich noch ein Profil dazu. Das Profil muss nur nicht in dieser Ebene, wo jetzt dieses Glas rund herum geht. Ich nehme mal die Wallhole etwas tiefer runter. Das Glas gebe ich auch 3 cm tiefer, Steuerung E. Und jetzt zeichne ich, es ist ziemlich egal in welcher Ebene, es darf nur nicht in derselben Ebene sein wie der Umriss vom Glas, deshalb nehme ich einfach diese Ebene hier. Also mit einem Profil, mit, also das passt schon, mit zum Beispiel Holz, Bauholz. Ich nehme hier freies Zeichnen, rechte Maustaste, Bearbeitungsebene, Ebene aufnehmen, nehme ich zum Beispiel diese Ebene und zeichne hier mal eine Glasleiste, 0,3, also nicht einfach der Falz, 0,03. Und ich muss nur schauen, dass ich jetzt in dieser Ebene bleibe, 0,85, 0,07, wenn es das zum Beispiel wäre, das wäre ein bisschen wenig, aber egal. Jetzt habe ich hier mein Profil, ich klicke rein und sage Röhre. Das ist vielleicht ganz gut, wenn man einen größeren Teil dieses Zeugs wirklich sieht. Leertaste und Konturklick. Und schon umfährt er mir meinen Fensterstock. Ich müsste es eigentlich jetzt auch schon lassen können, wie es ist, auch wenn das so weit drunter ist, die Wallhole. Diese hier, Wallhole. Diese hier heißt ja anders. Das ist auch was anderes. Jetzt mache ich aber noch was. Ich habe hier so Linien rein. Die möchte ich vielleicht nicht sehen. Diese hier, Steuerung hat das T. Da gebe ich gleich ausgeblendet dazu. Dann geht es viel weicher rüber. Und mache Ablage, Bibliotheken und Objekte. Auswahl sichern als Fenster. Sichern, Test, sichern, ersetzen, okay. Und jetzt setze ich dieses Fenster einmal irgendwo rein. Nachdem ich aufgepasst habe, dass die Oberfläche auf 0 ist, ist das jetzt ganz genau am Rand. Und ich kann das Ganze jetzt noch ein wenig reinschieben, indem ich sage, die Anschlagtiefe, 15 zum Beispiel, dann ist das weiter drinnen. Dann gebe ich das mal weiter runter in der Höhe. So. Was ich leider nicht verhindern kann, sind diese Linien, denn für den Wallhole-Befehl muss es eine Decke sein. Während diese Linien, die ich hier auch gehabt hätte,
die sind verschwunden. Für das Rendern ist es egal, da geht es dann sowieso nicht. Und jetzt komme ich zum Beispiel auf die Idee, okay, ich möchte jetzt 15 cm weiter oben noch einmal so ein Profil haben, das außen rundherum läuft. Also, wieder Profil. Geh mal hier hin, rechte Maustaste, Bearbeitungsebene, und weiter herum, dass ihr seht, rechte Maustaste, Bearbeitungsebene, Ebene aufnehmen, diese Ebene hier. Dann kann ich hier mein Profil wieder zeichnen. In dieser Ebene muss ich wieder aufpassen, dass ich, ja, ich irgendeins, das ist ja nicht so wild. Dann darf ich hier mein Profil reinklicken. Röhre habe ich eh schon. Leertaste, Klick. Ja, das war falsch. Zurück. Reinklicken. Dann Leertaste, Klick. Jetzt habe ich das. Das Teil mit. Das Teil soll vielleicht Beton, Stahlbeton von mir aus sein. Und ich setze es Steuerung E einmal auf die gleiche Z-Ebene wie meine Stock und jetzt 15 cm höher. Also noch ein bisschen Steuerung E in die Richtung, 15. So, die da. Ablage, Bibliotheken, Objekte, Auswahl sichern als, Fenster sichern, sichern, ersetzen. Okay. Und schon habe ich sogar eine Fasche rundherum gezeichnet, die dem Ganzen folgt. Jetzt könnte ich noch Innenspreißeln reinmachen. Aha. Da gibt es irgendwo einen Gap. Ja, da habe ich wahrscheinlich. Interessant. Kann ich durchschauen? Das ist interessant. Wie schaut das von oben aus? Ja, das hat es schon gemacht. Ganz brav. Alles mitgezogen. Das wäre das Glas. Das wäre diese. Und müsste ich jetzt hier drunter die Decke haben. Das ist sie. Ah, da habe ich vielleicht beim Profil erstellen nicht ganz genau gearbeitet. Gut, deshalb habe ich einen kleinen Gap drinnen. Aber ihr seht schon, worauf es mir ankommt. Also man kann da wirklich sehr freie Sachen machen und das nachträglich dann weiter bearbeiten und so weiter und so fort. Ich wünsche euch schöne Tage und alles Gute. Probiert es mal aus.